Hi und herzlich willkommen zu Part 28 unseres Werde-berühmt-Let's Plays mit der lieben Hazel und ihrer kleinen Macy. Im letzten Part haben wir darüber gesprochen, was wir wohl mit Mace machen wollen. Ich habe euch ein paar Vorschläge gegeben und habe euch auch in den Kommentaren gefragt, was ihr euch vorstellen könntet für sie, ob ihr die Sängerkarriere für sie interessant finden würdet oder vielleicht doch eher eine Musikkarriere. Musikerkarriere. Kann man auch ganz komisch betonen, auf jeden Fall. Und sehr viele von euch haben auch vorgeschlagen, dass wir mit ihr doch in diese YouTuber-Karriere gehen können. Und die meisten waren schon so, hey, irgendwie wäre es schon cool, wenn sie auch berühmt bleibt wie ihre Mom. Und vielleicht könnten wir mit ihr so eine Art Golddigger bzw. Black Widow-Challenge machen. Ich weiß noch nicht genau, ob wir eine Challenge mit Mace weiterspielen wollen oder ob wir wirklich auch sagen, wir erkunden mal dieses YouTuber-Ding, diese YouTuber-Karriere. Mit Hazel sind wir ja auch im Werde-berühmt-Let's Play und diese YouTuber-Karriere gehört auch zum Werde-berühmt. Let's Play. Das heißt, es wäre dann immer noch in der gleichen, im gleichen Pack und ich will ja immer pro Generation ein neues Pack entdecken. Aber eigentlich ist es auch cool, weil wir das ganze Pack ja gar nicht entdecken können, weil das so viel mit beinhaltet. Also schreibt mir gerne auch nochmal die Meinungen zum YouTuber-Dasein nochmal in die Kommentare, ob wir mit Mace vielleicht doch eher in die Richtung gehen wollen. Und vielleicht werden wir es mit ihr ja so machen, dass sie erstmal in die Fußstapfen ihrer Mom tritt und als Teenagerin, junge Erwachsene diese YouTuber-Karriere macht und dann vielleicht von heute auf morgen jemanden kennenlernt, der gar nichts mit dem Social Media zu tun haben will und sie vielleicht ganz plötzlich ihre komplette Karriere an den Nagel hängt und versucht wieder unterzutauchen oder so. Das wäre ja auch irgendwie cool, dass wir so in der Hälfte ihrer Generation dann einfach einen Switch machen und sie gar nichts mehr damit zu tun haben möchte. Ich warte da einfach wieder weiterhin auf eure Ideen. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit mit Mace, die ist ja erst noch ein Kleinkind und in diesem Part werden wir auch das Thema Ballett ein bisschen angehen, denn ich habe eine Mod installiert, mit der man als Kind, Mace ist noch ein Kleinkind, und als Erwachsener Ballett tanzen kann. Vielleicht können wir Hazel schon so ein bisschen die Tanzfähigkeit geben, damit sie Mace dann im Ballett unterrichten kann. Das fände ich auch richtig cool. Da können wir aber mal schauen, wie wir das machen wollen. Die Mod verlinke ich euch auch nochmal in der Infobox, wenn ich es nicht vergesse. Und ich würde sagen, wir starten jetzt direkt rein ins Video. Ich wünsche euch ganz viel Spaß und let's go! Wir haben ja im letzten Part noch ein bisschen Liebe gemacht mit einem Sponti-Techtel-Mechtel. Und wir müssen in einer Stunde zu unserem Auftritt. Wir sind super müde und, sag mal, und haben auch Hunger. Also es wird wieder ein toller Auftritt auf jeden Fall. Ich fühle den jetzt schon, ne? Ich fühle jetzt schon, dass es gut wird. Gut, dann gehen wir mal zu unserem Auftritt. Oh Mann, Leute, das wird, glaube ich, echt scheiße. Sie ist viel zu müde und sie hat viel zu doll Hunger. Aber wir geben unser Bestes. Ich hoffe, dass wir den Auftritt schnell und gut meistern, dass die Haare schnell gemacht sind, das Kostüm schnell sitzt, dass wir uns ganz schnell irgendwo hinlegen können, vielleicht nochmal ein Nickerchen machen können. Oh Mann. Und mit dem Regisseur muss sie sich auch noch anfreunden. Das muss auch bald passieren. Ich freue mich schon irgendwie ein bisschen drauf. Ich wünsche mir aber, dass die halt sich natürlich aus Versehen über den Weg laufen. Aber da er der Regisseur sein soll, wäre es, glaube ich, auch nicht schlecht, wenn er irgendwann hier wäre, ne? Aber hier taucht er nicht von selbst auf. Da müssen wir ihn wahrscheinlich wirklich mal herholen. Oh, da ist unsere Stella Ann. Vielleicht hole ich ihn einfach mal ans Set. Hat sie ihn jetzt schon kennengelernt? Ich glaube nicht, ne? Ich müsste ihn dann selbst spawnen. Ja. Oh mein Gott, das ist so ein schönes Set. Schaut mal. Wowi. Hä, richtig schön. Okay. So, wir machen uns erstmal die Frisur und holen uns dann das Kostüm. Okay, ich habe ihn jetzt mal her teleportiert. Ich lasse sie jetzt trotzdem erstmal in die Maske gehen. Ich hoffe natürlich, der bleibt jetzt noch ein bisschen und verschwindet nicht gleich wieder. Ist er schon wieder verschwunden? Oh mein Gott, er ist instant verschwunden. Das hat ja super geklappt. Oh wow. Gut, dass ich mir gerade richtig Mühe gemacht habe, ihn her zu teleporten. Wow. Naja. Das mache ich dann noch. Morgen ist Halloween. Oh mein Gott, wir müssen Halloween feiern. So, sie macht jetzt Hazel erstmal eine Frise. Und ihr habt gesagt, ihr findet es eine tolle Idee, dass wir sie bei jeder Stufe umstylen. Oh nee, das bleibt doch jetzt nicht, oder? OMG. So, Hazel, dann geh mal bitte ganz schnell dein Kostüm. Dankeschön für die Haare. Oh mein Gott, wie sehe ich denn aus? Wie ein gerupftes Hühnchen. Oh mein Gott. Satoru, kannst du mir bitte ein gescheites Kostüm zu dieser merkwürdigen Frisur geben? Och, du siehst doch ganz cool aus. Ich sehe cool aus? Naja, dein Geschmack lässt auch zu wünschen übrig. Aber bitte gib dir beim Kostüm Mühe. Naja, ich nehme das, was der Kunde möchte, ne? Ja, aber oh mein Gott, ich sehe aus wie im Mittelalter. Naja, danke dir auf jeden Fall. Ja, so. Edgar Dean ist nicht da. Das ist die Statistin. Sie ist wieder der Co-Star. Kann das sein? Statistin? Wer ist denn unser Co-Star? Sind das einfach alles Statisten? Szene mit Co-Star einstudieren. Sich mit Stella Ann vergleichen. Oh mein Gott. Stella, hi! Oh, schau mal, wir haben schon wieder eine Rolle zusammen. Ist das nicht großartig?
Boah, ich glaube langsam wirklich, dass ich in deine Fußstapfen tritt. Ich freue mich so sehr darüber. Ja, ich bin immer noch ein Megastar, aber ja, wie du meinst auf jeden Fall. Finde und wähle einen Co-Star. Bruder, wer bist du? Wo ist der Co-Star? Bist du der Co-Star? Ah, hier, guck mal. Ja, die sieht ja genauso aus wie wir. Wir stellen uns mal freundlich vor. Hi, ich bin Hazel. Maya, oder? Maya, ja. Wir sollten die Szene nochmal zusammen üben. Bist du bereit? Okay, das macht sie jetzt. Sie übt nochmal die Szene. Hier gibt's was zum Snacken. Dann nimmt sie sich mal was zum Essen. Oh, Hazel kann jetzt aufs Töpfchen gehen. Okay, dann gehen wir mal hier trotzdem was essen. Oh, Hazel regt dich doch nicht immer so auf. Spaß am Set verbreiten. Kannst du dich lustig vorstellen? Sorry auf Simstagram posten. Das machen wir auf jeden Fall, weil wir sind krasse Simstagram-Menschen. Sie ist halt voll müde, ne? Ich weiß aber auch nicht, ob wir nochmal ein Nickerchen machen können. Ich glaube, hier gibt's nichts zum Nickerchen machen, ne? Okay, sie hat auch eine Story gemacht. Speisen essen. Euer Ernst? Ich hab gerade gegessen. Oh je, das geht nicht so schnell hoch, oder? Ey, wait, da ist ja ein Bett. Ach, egal. Hazel, komm, wir müssen es jetzt schaffen. Spaß am Set verbreiten. Kannst du Stella Ann einen Witz erzählen? Nee. Sie ist die Regisseurin, gell? Mit der sind wir eh schon dicke. Dann reißen wir jetzt einen Klopf-Klopf-Witz und sagen ihr, wir sind ready. Hi, ich bin wieder da, Julia. Ich freue mich so schon wieder, naja, mit euch zu drehen. Ich bin ready. Gibst du mir schon mal hier den Auftritt? Los geht's. Okay, dann Hazel, du weißt, wie es geht? Natürlich weiß ich, wie es geht. Entschuldigung. Zusammen Trinkszene aufführen. Riskant zusammen trinken. Oh mein Gott, die sehen schon irgendwie cool aus. Oh Gott, Hazel ist so müde. Wir machen alles riskant, ey. Wir müssen. Oh mein Gott, ihre Rollen sind einfach so cool. Ich finde es so schön, was sie für tolle Rollen hat. Okay, okay, wir fallen gleich einfach um. Wir fallen gleich einfach um. Schnell! Wir fallen um. Hazel! Oh mein Gott, bitte mach die letzte Szene gescheit. Sie pinkelt. Sie hat doch schon wieder eine. Leute, sie hat doch schon wieder eine Geschlechtsgeschichte. Oh Mann, sie hat's nicht geschafft! Okay, aber es sind alle Szenen im Kasten wohl, ne? Nee, wir müssen eigentlich nach Hause, aber wir haben hier Essen und wir... Oh mein Gott, wir haben doch schon wieder... Aber wir sind doch nicht schwanger, oder? Oh mein Gott, wir können doch nicht schwanger sein. Wir haben doch verhütet. Haben wir verhütet? Ihr hättet mir in die Kommentare geschrieben, wenn wir nicht verhütet hätten. Vielleicht nehmen wir die Pille danach. Vielleicht hat er eine Geschlechtskrankheit. Oh mein Gott, was haben wir getan? Ich habe wieder nicht darauf geachtet. So, erstmal Pause drücken wir hier mal. Könnten wir in der Theorie einen Schwangerschaftstest machen? Okay, aber sie nimmt auch die Babypille. Hazel, möchtest du mal bitte die Pille danach holen? Für den Fall, dass, also, weil wir spielen hier keine 100 Baby-Challenge, ne? Also irgendwie habe ich gerade kein gutes Gefühl bei der ganzen Sache. Ich finde nicht die Pille danach. Ich weiß nicht, ob man im Wonderful Store die Pille danach kaufen kann. Ich glaube nicht. Sie nimmt sie eigentlich, aber irgendwie... Also, irgendwie weiß ich jetzt nicht so genau, was hier los ist. Also, ich dachte, es wäre hier und dann hier irgendwie die Pille danach oder so. Aber es gibt's nicht. Ich habe jetzt gerade echt kein gutes Gefühl bei der ganzen Sache. Ich mache jetzt keinen Schwangerschaftstest. Ey, das wäre jetzt aber auch anders kritisch, ne? Okay, wir freuen uns erstmal ganz kurz darüber, dass wir... Oh mein Gott, das wäre jetzt anders kritisch. Aufgehender Stern. Hazel wird als aufgehender Stern gefeiert. Sie hat 2 weitere Ruhmpunkte erhalten, mit denen sie Ruhmvorteile kaufen kann. Außerdem kann sie jetzt Autogramme schreiben. Oh mein Gott! Oder für andere Sims für Fotos posieren. Gute Gelegenheit für solche Aktivitäten bietet das Meet-and-Greet-Ereignis, das sie jetzt veranstalten kann, indem sie gesellschaftliches Ereignis wählt am Telefon. Oh mein Gott, Leute. Und wir sind jetzt Sitcom-Star. Das heißt, Umstyling. Es ist jetzt Umstylingszeit. Wir haben den 2. Stern geschafft. Und wir gucken uns mal die Ruhmpunkte an. Wie gesagt, ich habe die Karriere noch nie wirklich gespielt. Deswegen muss ich jetzt selbst immer schauen, was wir überhaupt machen könnten. Was ist denn eine PR-Agentur? Lege das Image von Hazel in die Hände einer PR-Agentur. Ein kurzer Telefonanruf bei der Agentur reicht aus, um neue Stories in die Welt zu setzen, die den Ruhm und den Ruf positiv oder negativ beeinflussen können. Die Agentur weiß zudem, wie die besten Partys in der Stadt steigen und kann Hazel auf die Gästeliste setzen. Auf jeden Fall werden wir das tun. Das wird ihr gefallen. Bemerkenswert. Hazel besitzt irgendetwas, das sie durch die Menge abhebt. Auf jeden Fall auch. Das finde ich sehr, sehr passend für sie. Dann müssen wir jetzt aber erstmal schauen, dass Hazel sich ein bisschen ausruht. Sie geht jetzt erstmal rein, geht mal pieseln. Vermiss dich. Ich hoffe, du hast einen schönen Tag. Oh Mann, ey. Wieso muss Mom... Wer bist du jetzt? Unser Butler, natürlich. Wieso muss Mom uns jetzt ein schlechtes Gewissen machen? Macy, die Mama muss duschen. Willst du nicht oben spielen? Wie war es denn in der Kita, Macy? War es gut? Mhm. Okay, das hört sich schön an, Maus. Geh doch mal gucken, ob du ein bisschen spielen kannst. Ja, sie geht wieder raus. Was ist mit Sahnetörtchen? Du kannst doch mit Sahnetörtchen spielen. Vielleicht soll sie mal ein bisschen mit Sahnetörtchen spielen, ha? Huh? Oh, süß, ne? Ja, wir müssen Hazel dann eigentlich erst... Oh mein Gott, Leute, sie ist schwanger. Das Essen geht viel zu schnell runter. Oh Mann, du
das ist jetzt voll kritisch, weil das Ding ist, dass sie ja definitiv kein Kind gerade will. Aber andererseits kann ich halt nicht die Schwangerschaft abbrechen. Versteht ihr, was ich meine? Ich würde das nicht hinkriegen. Also es gibt, ja, ich weiß, dass es Menschen gibt, die einen Schwangerschaftsabbruch vornehmen aus diversen Gründen. Aber auch wenn das jetzt vielleicht irgendwie in diese Story passen würde, glaube ich, kriege ich das von mir aus einfach nicht hin. Ich versuche ja meine Sims immer so zu spielen, dass ich deren Leben spiele. Und ich versuche mich auch immer in die Situation reinzufühlen. Und dass Hazel auch so extrem viele Techtelmechtel hat, das ist ja auch nichts, was ich jetzt machen würde, ja. Aber deswegen spiele ich das trotzdem gerne, weil ich das auch lustig finde und so. Aber sowas wie ein Schwangerschaftsabbruch finde ich halt schon krass, wenn das nicht durch einen natürlichen Weg passiert, sondern wenn man das halt aktiv vornimmt. Ich werde niemanden vorschreiben, wie und wann und wo und warum, aber in meinem Let's Play, glaube ich, würde ich das nicht können. Ich weiß, dass jetzt viele sagen werden so, oh Sandra, wow, aber das passt doch voll in die Story, warum machst du das jetzt nicht? Aber wenn sie jetzt wirklich schwanger ist, dann werden wir dieses Kind bekommen. Vielleicht sagen wir dann, also für alle, die sagen, ja toll, hättest du aber doch machen sollen, für euch dann vielleicht so, ja, dann war es vielleicht schon zu spät für einen Schwangerschaftsabbruch. Hazel hat es erst gemerkt, durch den ganzen Stress, dass, also wenn sie jetzt wirklich schwanger ist, ich weiß es ja noch nicht richtig, ne, aber für den Fall, dass sie schwanger ist, dann war es vielleicht schon zu spät für einen Schwangerschaftsabbruch, weil ich krieg das nicht hin. Gleichzeitig habe ich jetzt, also sowas wie die Pille danach finde ich aber in Ordnung. Also wenn wir die jetzt noch nehmen könnten, wäre das für mich voll cool, ja, dann würde ich die sofort nehmen, aber irgendwie geht's halt nicht. Was wir nochmal versuchen können, ist im Wonderful Store nachzuschauen. Aber ich glaube, da ging's halt auch nicht. Wir können das nochmal schnell ausprobieren, ob sie, oh mein Gott. Der Vater von unserer Tochter ist da. Oh mein Gott. Oh Hazel, jetzt stell dich doch nicht so an. Wir gehen jetzt mal, ich mach dann den Schwangerschaftstest. Brent, was machst du denn hier? Oh Mann, ich hab dich doch nicht eingeladen. Hazel, ich bin doch nicht wegen dir da. Ich wollte mal nach meinem Kind sehen. Nach deinem Kind? Jetzt auf einmal oder was? Naja, du hast mich nie angerufen, aber ich interessiere mich schon für mein Kind. So ist es nicht. Och Brent, ja, dann komm halt rein. Kannst dir ja mal Hallo sagen. Oh, Sahnetörtchen. Ja, Sahnetörtchen ist auch da. Ich muss noch mal kurz los. Du kannst ja mal gucken nach Sahnetörtchen. So, ich gucke jetzt trotzdem nochmal, ob ich irgendwie diese Pille danach nehmen kann. Das muss doch irgendwie gehen, ey. Oh Mann. Bestimmt klicke ich einfach wieder falsch, ne? Aber ich gehe nochmal alles durch einmal. Nee. Ich kann sie nicht nehmen. Ich schwöre, ich kann sie nicht nehmen. Naja. So, jetzt werden wir erstmal gucken, dass Brent sich bei seiner Tochter vorstellt. Ist ja eigentlich auch ganz süß, dass er jetzt hier zu Besuch ist. Hazel, jetzt bitte ihn doch bitte herein. Aber das wäre schon krass, wenn sie jetzt wirklich schwanger ist. Ich muss den Test jetzt machen, sonst wissen wir es nie. Sonst rege ich mich nur die ganze Zeit weiterhin auf und spekuliere. Wie geht es nochmal? Wie kann ich jetzt? Sim-Verwaltung? Ich will, dass er mit ihr redet. Sim-Cheats ist das, glaube ich. Nee, Kontrolle. Du kannst gern reinkommen, ich muss aber unbedingt schlafen. Huch? Mitten am Tag oder was? Ja, ich bin so müde. Ich hatte heute einen richtig krassen Auftritt. Du bist eine Geheimwaffe, Hazel. Das Studio, die Leute, einfach alle lieben deine Rolle in der Serie. Ich fasse es nicht. Du bist ein wirklicher Glückstreffer. Oh mein Gott, das ist so cool. Vielleicht können wir auch direkt noch ein Casting annehmen. Oh, guck mal, sie freut sich voll. Wir wollen ja auch, dass sie dann übers Wochenende zu ihrem Dad geht und so. Deswegen ist das schon ganz cool. Oh, wie schön. Schaut mal. Er bringt dir was bei. Boah, wisst ihr, was mir auch gerade auffällt? Vielleicht könnte sie ja mit Brand richtig gut befreundet sein. Weil Brand ist ja, der steht ja eigentlich auf Männer, ne? Der ist ja eigentlich, hat der ja einen Freund gehabt. Dann kam er kurz mit Hazel zusammen und eigentlich steht er vielleicht weiterhin auf Männer und hat gar kein Interesse an Frauen. Und ich fände es irgendwie voll schön. Oh mein Gott. Vielleicht kommt er ja mit dem Fitnessboy zusammen. Ich meine, er ist ja auch sehr athletisch und macht auch gerne Sport. Vielleicht haben die ähnliche Interessen und verstehen sich vielleicht ganz gut. Vielleicht können wir Rashid mit ihm verkuppeln. Das wäre schon irgendwie süß, oder? Soweit wir wissen, hat Rashid auch noch keinen Freund. Vielleicht können wir die beiden irgendwie miteinander verkuppeln. Und vielleicht ist es doch so, dass wir so eine kleine Patchwork-Familie werden könnten. Dass sich Brand doch kümmert um Hazel und um Mace und Hazel ein guter Freund ist. Vielleicht können wir da auch eine tolle Geschichte draus machen, dass er halt für seine Tochter da ist. Weil schaut mal, er hat sich jetzt hierher gesetzt, spielt mit ihr Karten und so. Das ist schon schön. Und vielleicht kann Hazel jetzt den Schwangerschaftstest machen. Vielleicht erfährt sie jetzt, dass sie schwanger ist, was absolute Katastrophe wäre. Und vielleicht ist er für sie da, als Freund. Und er versucht sie dann zu unterstützen, so gut er kann. Wisst ihr, was ich meine? Vielleicht wird es eine absolut... Habt ihr die Serie Ginny und Georgia geguckt? Für alle, die sie gesehen haben, irgendwie musste ich gerade daran denken. Weil da war es ja auch so, dass... Ich will jetzt natürlich nichts spoilern, ne? Da war es ja... Da ist es ja... Da, ich spoiler nichts, indem ich das jetzt sage. Da ist es ja auch so, dass die Väter der Kinder teilweise auch das andere Kind akzeptiert
adoptiert haben, ne? Obwohl das gar nicht von ihnen ist. Vielleicht ist Brent dann auch für sie fürs zweite Kind da und so. Let's have a look, okay? Wir gucken einfach mal. Oh mein Gott, aber wir machen jetzt den Schwangerschaftstest, okay? Ich weiß nicht, ob wir bereit sind dafür. Ja, ich lasse sie noch ein bisschen schlafen. Ich bin nicht bereit. Und ich glaube, dass wir auch schlafen gehen mit Mace und Brent für morgen nochmal einladen. Und er dann halt da ist. Brent, gehst du nochmal und kommst morgen wieder? Das wäre toll. Wir müssen jetzt erstmal die Nacht überstehen. Ach, Hazel, nimm aber mal ganz kurz ein Casting an, bitte. So, wir nehmen natürlich wieder ein sehr krasses Ding an. Kurzgeschichte hier. Mit Anstand und Würde. Das ist doch nochmal sowas, oder? Das hatten wir doch eben auch schon gemacht. Wobei, der hier bringt sogar noch mehr. Ja, machen wir das. So, jetzt geh nochmal schlafen. Hazel hat eine Pille genommen. Würde sie die Pille weiternehmen, wenn sie schon schwanger wäre? I don't know. Aber Essen ging für eine ganze Zeit lang viel zu schnell. Aber jetzt sieht es wieder normal aus. Nee, vielleicht ist sie nicht schwanger. Aber wir können immer noch einen Schwangerschaftstest machen. Ja, okay, wir machen das jetzt. Ich muss es jetzt wissen. Ich muss es jetzt wissen. In einem Monat kommt übrigens das kostenlose Baby-Update am 14. März. Für alle, die es nicht mitbekommen haben, am 14. März kommt das kostenlose Baby-Update und am 16. März soll das neue Erweiterungspack kommen. Zusammenwachsen heißt das, da freue ich mich schon sehr drauf. Vielleicht schaffen wir es, die Schwangerschaft mit dem Regisseur, die ja auch nochmal stattfinden soll, so lange rauszuzögern. Okay, Girl, bitte mach den Test jetzt. Bitte, Hazel, sei nicht schwanger. Bitte, Hazel, sei nicht schwanger. Bitte sei nicht schwanger. Bitte nicht. Bitte sei nicht schwanger. Bitte nicht, Hazel. Bitte nicht. Bitte nicht. Bitte, bitte, bitte. Bitte nicht, bitte nicht. Oh. Bitte nicht! Nein! Oh mein Gott. Nein! Oh mein Gott, wie konnte das denn passieren? Nein, Hazel, du brauchst gar nicht so gucken, ey. Das ist ja eine Katastrophe. Das war so nicht vorgesehen für die Geschichte. Leute, das ist ein Problem. Aber es ist kein Problem, das wir nicht lösen können. Also wie gesagt, das Baby bleibt. Definitiv. Meine Welt ist einfach so, dass keine Abbrüche passieren. Das ist einfach so. Müssen wir uns jetzt damit abfinden einfach. Ich kann das aber nicht. Hazel wird es jetzt merken. Vielleicht ruft sie jetzt ihren... Nee, sie kann jetzt nicht ihren Frauenarzt anrufen. Vielleicht wird sie morgen früh ihren Frauenarzt anrufen und fragen, ob es da Möglichkeiten gibt. Sie geht hin und er wird feststellen so, oh mein Gott, sie sind schon sehr weit. Es ist keine Möglichkeit, irgendwie einen Abbruch zu machen. Und das wird natürlich Hazel gar nicht gefallen. Also sie legt sich jetzt erstmal ins Bett und ist fix und fertig. Sie weiß gar nicht, was los ist. Sie versucht jetzt einzuschlafen, hat total den Kummer und ist einfach nur total fertig, weil sie nicht weiß, wie sie mit der gesamten Situation jetzt umgehen soll. Sie wird relativ früh aufwachen und dann, wie gesagt, zum Frauenarzt marschieren und hoffen, dass sie da noch irgendwas retten kann, sozusagen. Aber es wird eben nicht mehr möglich sein, irgendwas zu ändern an dieser Schwangerschaft. Heute ist Halloween. Ist das ein Feiertag eigentlich? Vielleicht können wir eine Halloween-Party schmeißen, aber das passt jetzt auch wieder, weil wir sie umstylen müssen, ne? Gehst du zur Kindertagesstätte? Nein, du bleibst heute daheim. Und wir rufen jetzt Brand an und beziehungsweise Brand wird eh kommen. Mein Gott, Leute. Mein Gott. Ich weiß halt nicht, was das bedeutet. Geburtenkontrolle. Keine Ahnung. Besuche einen Arzt, um Fruchtbarkeits- und Gesundheitsrisiken zu bewerten. Das machen wir mal, weil das, jetzt geht sie halt auf jeden Fall zum Arzt. Und Brand müsste da sein. Jetzt geh mal bitte gucken, ob dir der Butler oder irgendjemand was zu trinken bringt, Macy. Hazel ist jetzt halt total aufgelöst, an Brand vorbeigerannt und hat sich ins Taxi gesetzt und ist losgefahren. Und Brand denkt sich so, hä, was ist denn mit Hazel? Sie sieht irgendwie so durcheinander aus. Naja. Hazel, ist alles in Ordnung? Du siehst so durcheinander aus. Ich kann jetzt nicht drüber reden. Brent, lass mich in Ruhe. Hazel, was ist denn? Du siehst total aufgelöst aus. Du hast keine Ahnung, was in meinem Leben gerade los ist. Und er denkt jetzt, okay, da muss ich auf jeden Fall gleich mal nachschauen. Wer ruft an? Ihre Mom ruft an. Ach, das hat natürlich, diese Meldung ignorieren wir. Ihre Mom sagt jetzt, Hazel, Mensch, ich habe in der Zeitung von dir gelesen. Du machst ja einen großartigen Job. Wie ähnlich die beiden sich auch sehen, gell? Du bist so talentiert, Hazel. Ich wusste ja gar nicht, dass du so erfolgreich in deinem Beruf bist. Dein Dad und ich, wir sind sehr, sehr, sehr stolz auf dich. Und wir würden uns so freuen, wenn du uns mal besuchen kommen würdest. Und sie sagt jetzt, Mom, jetzt auf einmal, weißt du, ihr habt euch nie für meine Schauspielkarriere interessiert. Das ist doch gar nicht wahr. Wir hatten nur so viel um die Ohren damals als Kinder, weißt du, mit den Zwillingen und so. Ja, ja, Mom, nee, also, ich habe gehört, du bist auch eine Mutter geworden. Boah, das ist ja jetzt wohl gerade das ungünstigste Timing, was du haben könntest. Ich habe jetzt keine Zeit zu telefonieren. Wann anders? Tschüss. Und sie legt halt auf, ne? Und ich denke, dass Brent jetzt gleich zu ihr geht und sagt, hey, Hazel, wir müssen mal reden. Was ist denn los mit dir? So. Und dann reden die beiden miteinander. Oh, Rashid hat kurz angerufen. So, am Samstag um 9 müssen wir zu diesem Casting. Boah, sie ist einfach wieder schwanger. Das ist so krass jetzt. Brent, es ist etwas Furchtbares passiert. Oh Gott, Hazel, was ist los? Ist irgendwas mit Mace? Nein, es ist was mit mir. Okay, was ist los, Hazel? Du weißt, ich meine, ich bin doch für dich da. Also, ich kann für dich da sein, wenn irgendwas ist. Mein Gott, also, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, aber es ist etwas passiert.
genau dasselbe, was mit dir passiert ist. Ein Hopsala. Ich wollte es nicht. Ich wollte nicht noch ein Kind. Ich will nicht noch ein Kind. Aber irgendwie, aus irgendeinem Grund jetzt, oh mein Gott, ich werde nochmal Mutter. Und ich will nicht. Ich will keine Kinder. Verstehst du, Brand? Ich wollte Mace auch nicht. Wie kannst du sowas sagen, dass du Mace nicht wolltest? Sie ist ein absoluter Sonnenschein. Ja, natürlich. Und mittlerweile ist es ja auch ganz cool mit ihr. Sie ist echt süß und so. Aber ich wollte keine Kinder. Jetzt kriege ich noch eins. Ich war beim Frauenarzt. Ich wollte einen Abbruch vornehmen und es hat nicht mehr geklappt. Verstehst du? Verstehst du, Brad? Es hat nicht geklappt. Und jetzt, was soll ich tun? Als ob ich noch ein Kind großkriegen könnte. Ich krieg's ja kaum mit Mace hin. Also mit Mace kann ich dich natürlich unterstützen. Das ist gar kein Problem. Wer ist denn der Vater? Was weiß denn ich? Hazel? Ist so. Keine Ahnung. Also natürlich glaube ich, ist so. Ich hatte da... Leute, ich weiß es. Ich schwöre, ich weiß es wirklich nicht mehr. Ich müsste mir jetzt den letzten Part anschauen, um zu gucken, mit wem wir dieses Techtelmechtel hatten. Das ist eigentlich ganz cool, weil dadurch... I don't know, ne? Ich weiß nicht, wer der Vater ist. Und es ist mir eigentlich auch scheißegal, weil dieser Mann ist eh scheiße. Ich hatte nur komische Männer letzter Zeit. Naja, außer dich. Du warst natürlich toll und gut, aber... Ach, Brand, ich weiß auch nicht, was ich jetzt tun soll. Also, wir machen das so. Mace kommt übers Wochenende zu mir, okay? Ich kann mich gerne um sie kümmern. Ich bringe sie auch zu ihren Kursen, wenn du das möchtest. Ich kann dich da wirklich ein bisschen supporten. Ja, das wäre gut. Aber sie bleibt bei mir, weil sie ist meine Tochter. Ja, natürlich, ich will sie dir nicht wegnehmen, aber ich kann dich halt unterstützen, indem ich sie übers Wochenende nehme. Okay, ja, das ist gut. Dann nehmen sie übers Wochenende. Ja, doch, okay. Und was soll ich jetzt tun wegen der Schwangerschaft? Ich weiß es nicht, Hazel. Aber du bist Hazel. Du wirst sicherlich was finden. Dir wird was einfallen. Ich weiß nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Ich glaube, ich brauche erstmal einen Friseurbesuch. Ja, klar. Das tut dir bestimmt gut. Soll ich auf Mace aufpassen? Ja, du bleibst hier und ich gehe zum Friseur. Das ist ein guter Plan. So, und das werden wir jetzt machen. Hazel geht jetzt Frustshoppen natürlich. Wir haben schon wieder 57.000 Simoleons. Oh mein Gott, wir sind ein bisschen rich. Dann gehen wir in den Bubble Tea Shop. Dann können wir nämlich ein paar neue Outfits entwerfen und gleichzeitig auch ein paar Sachen für sie noch kaufen. Boah, das ist so insane, Leute. Ich habe absolut nicht damit gerechnet. Das ist eine sehr krasse Wendung. Wir haben doch verhütet. Das kann mir doch keiner erzählen, dass wir nicht verhütet haben. Sie hat die Pille außerdem genommen. Aber da sieht man mal wieder, wie es im echten Leben auch ist, ne? Also Pille ist zwar recht gut vom Schutz, aber es ist nicht völlig unmöglich oder ausgeschlossen, trotzdem schwanger zu werden, ne? Ja, naja, gut. Jetzt wissen wir es ja. Ich bin jetzt schon einfach wieder so auf eure Kommentare gespannt. Ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Ob ihr genauso ausrastet wie ich, ey. Mann, okay. Wir werden das Kind lieben. Alter, was ist, wenn wir Zwillinge kriegen? Das Let's Play entwickelt sich in eine ganz andere Richtung auf einmal, wenn wir mehr... Also ich meine, jetzt entwickelt sich schon in eine andere Richtung. Aber was ist, wenn wir noch mehr Kinder kriegen? Wir brauchen mehr Nannies. Wir brauchen mehr Nannies in diesem Let's Play. Aber ganz sicher, du. Okay, da wir jetzt erstmal hier sind, würde ich sagen, gehen wir jetzt in den Kass. Ich gehe nicht in den Fashion Look, sondern wir gehen jetzt direkt in den Kass rein. Und sie kriegt mal ein komplettes Umstyling. Wir müssen ihr einen neuen Look verpassen. Sie hat jetzt ja schöne lange Haare. Vielleicht gucken wir mal, dass wir irgendwas anderes mit ihren Haaren machen. Und denkt dran, wir machen das jedes Sternchen. Also es kann auch sein, dass sie euch vielleicht bei einem Umstyling mal nicht so gefällt. Dann aber vielleicht wieder beim nächsten Umstyling, wenn sie ein neues Sternchen aufgestiegen ist und wir wieder ein Umstyling machen. Also ich versuche mal ein paar Looks bei ihr einfach. Hi Hazel Girl! Nice to meet you. Sie ist so wunderschön, ne? Sie ist so wunderschön. Zu ihrem Gesicht passt halt aber auch nicht jede Frisur, muss man dazu sagen. Sie hat ein sehr spezielles Gesicht. Sie hat einen sehr markanten Wangenknochen und auch ein sehr markantes Kinn. Deswegen weiß ich noch nicht so genau, was wir für eine Frisur machen. Ich klicke mich jetzt einfach mal ein bisschen durch, schau mal, was wir so haben. Aber ich werde es wahrscheinlich noch häufiger ändern. Und ob wir bei der Haarfarbe bleiben, weiß ich auch noch nicht so ganz. Ich starte jetzt einfach mal in ein Speedy Gonzales Umstyling und ich bin sehr gespannt, wie sie am Ende aussieht. Let's go! We'll be right back.
Also ich habe sie jetzt nicht krass verändert, ne? Also ich habe ihr eine andere Frisur gegeben. Ich habe sie jetzt einfach blond gemacht. Ich hatte irgendwie voll Bock auf eine blonde Hazel. Bin sehr gespannt, was ihr sagt. Wie gesagt, in den nächsten Sternchen, sobald sie eine Stufe weiter aufsteigt, werden wir sie wieder komplett umstylen. Aber ich finde es jetzt eigentlich voll cool. Ich finde ihren Look richtig schön und sie, ich habe ihr hier versucht, so ein kleines, ja, Blusen-Outfit zu geben, dass sie so ein bisschen kaschieren kann. Natürlich funktioniert es in Sims nicht so gut, das ist komplett ausgebeult und viel auffälliger, als wenn sie was anderes angehabt hätte. Aber irgendwie fand ich es auch süß, deswegen habe ich ihr im Alltagsoutfit dieses Outfit gegeben. Und dieses, wobei, warte mal ganz kurz, ich glaube, ich muss das anders machen. So, jetzt ist das die 1. Also das ist ihr Standard-Alltagsoutfit erstmal. Das ist ihr Abendoutfit, da ist die Haarfarbe nicht ganz gleich, aber ja, das nervt halt auch immer voll, die Frisuren passend zu finden. Hey, Entschuldigung. Ach ja, hier habe ich mich nur aufs aufs Sportoutfit konzentriert. Auch hier habe ich mir gedacht, machen wir es ein bisschen provokant. Das ist schließlich Hazel und sie provoziert super gerne und ich habe mir gedacht, je knapper, desto besser im Fitnessstudio. Dann ist das ihr Schlafoutfit, das ist auch super süß. Das kam mit dem neuen Unterwäschen-Pack mit rein. Dann haben wir das hier, das war auch schon drin. Das ist ihr Part. Nee, warte mal, da habe ich, glaube ich, dieses Oberteil geändert. Das habe ich sogar. Warte mal, war da die Haare jetzt? Naja. Heißes Wetter ist das hier und das hier. Da sie jetzt auch nicht ewig schwanger ist, dachte ich, mir passt das jetzt auch, dass es ein bisschen bauchfrei ist. Und dann haben wir noch das hier und das hier als Winteroutfit. Ich denke, das passt. Wir speichern das Ganze erstmal. Bei Mace ändere ich jetzt nichts. Sie ist ja eh, also sie, wir haben sie ja erst gestylt, sage ich mal. Deswegen lassen wir das jetzt einfach. Und ich würde jetzt noch ein, zwei trendy Outfits erstellen. Beziehungsweise, nee, lass uns neue Outfits im nächsten Part erstellen. Ich gucke jetzt mal, wie weit wir in der Schwangerschaft sind, ob wir in diesem Part noch erfahren, was oder wie viele Babys wir bekommen. Zweites Trimester in 15 Stunden, okay. Dann holen wir uns jetzt hier was zu essen. Boah, vielleicht lernt sie jetzt den Regisseur kennen. Vielleicht tritt er jetzt das erste Mal in ihr Leben. Oder nee, er tritt nächsten Part in ihr Leben. Weil vielleicht wird er dann sagen, irgendwie, er kann sich um sie kümmern und so. Die Arme, die jetzt schwanger ist oder die Arme allein dann zieht mit zwei Kindern. Und dann wird er halt eben merken, dass er aber selbst auch unbedingt Kinder will und wird alles dafür tun, um eben auch nochmal Vater zu werden. Das haben wir ja gesagt. Ich lasse sie jetzt vielleicht hier einfach noch ein bisschen Schauspielen üben und dann gehen wir zum Ultraschall noch in diesem Part. Ich muss in diesem Part noch wissen, was wir bekommen. Es ist ja absolut insane, ey. Girl, warum macht sie es denn nicht? Sie hat keinen Bock. Vielleicht, weil sie so angespannt ist. Caleb? Was will er denn von uns? Musical-Szene aufführen. Ja, dann mach das doch. Du stehst halt im Klo, Girl. Vielleicht willst du die Szene draußen vorführen, wo die auch Menschen zugucken könnten. Naja. Okay, dann werden wir noch eine Simstagram-Story machen. Ihr wisst, wichtige Dinge für Hazel. Sie stöbert gerade ein bisschen. Ja, ich glaube, wir können nicht Schauspielen üben, weil sie so angepisst ist von ihrem Leben. Sie möchte gerne mit Olivia in die Wolken schauen. Vielleicht rufen wir Olivia an und erzählen ihr von unserem Dilemma. Sie wird bestimmt schimpfen. Olivia schimpft Hazel nämlich immer. Das ist immer nicht so schön, aber was sollen wir tun, ne? Okay, sie wird gleich hier sein. Vielleicht können wir uns dann mit ihr hintersetzen. Ja, da ist sie. Eigentlich müsste sie auch mal ein Umstyling bekommen nochmal, ne? Hazel, alles okay? Du siehst toll aus. Du hast deine Haare neu. Oh mein Gott, Hazel! Wow, du siehst wunderschön aus. Danke. Hazel, ist alles in Ordnung? Du siehst, mal abgesehen von deinen Haaren, wirklich sehr traurig aus. Es geht mir nicht gut. Warum? Ich muss dir was erzählen. Was denn? Oh, ich weiß echt nicht. Bitte verurteil mich nicht. Aber ich bin vielleicht wieder schwanger. Was? Oh mein Gott, von wem? Ja, das also von einem One-Night-Stand. Hazel, ist es nicht dein Ernst? Doch. Es ist mein Ernst. Ich fühle mich auch deswegen total schlecht und mir geht's nicht gut und diese Übelkeit bringt mich um und ich werde jetzt wieder total dick und meine Pickel kommen wieder. Das ist furchtbar. Das ist so furchtbar. Weißt du, wie schlimm es ist, so viele Pickel im Gesicht zu haben? Ich weiß nicht, was ich tun soll. Aber Hazel, wieso verhütest du denn nicht? Bitte? Ich hab doch verhütet. Aber irgendwie ist es trotzdem passiert. Oh, Hazel, das tut mir so leid. Ja, mir auch. Lass die beiden jetzt zusammen in die Wolken schauen, weil sie das gerne möchte. Ja, das Witzige ist halt, wie sollen wir denn Halloween feiern? Leute, wenn wir jetzt gar keinen Bock darauf haben, ne? Naja, wir gehen jetzt mal nach Hause und schmeißen vielleicht so eine kleine Halloween-Party. Okay, wir sind jetzt wieder hier. Gruselige Atmosphäre, ja, pff, was weiß denn ich, ey. Festliche Beleuchtung, was soll man denn machen? Eigentlich haben wir gar keine Zeit jetzt hier, Silvester, hier Halloween zu feiern. Keine Ahnung, 9 Stunden. Ich würde sagen, ich lasse Hazel jetzt ein bisschen ausruhen. Mace, ja, die kann ein bisschen hochgehen und ein bisschen spielen. Und dann würde ich fast schon sagen, lasst uns zum Frauenarzt gehen. Oh, beziehungsweise können wir nicht über die Mod sowieso schon zum Frauenarzt, nur dass wir halt dann kein Ultraschallbild haben. Wartet mal kurz, ich schau mal. Och, Hazel, sei doch nicht so traurig jetzt. Das macht mich auch ganz traurig. Kurze frühe Eltern. Entdecken Sie das Geburtsgeschlecht des Babys.
Ja, so, das machen wir jetzt mal. Ich glaube, das sollte dann auch sofort möglich sein. Da müssen wir auch gar nicht warten. Och, Mace, du bist so süß, ne? Magst du Ballett spielen? Oh mein Gott, sie ist so ein meisterhaftes Kind. Seht ihr das? Oh mein Gott, sie ist großartig. Warte. Wieso steht da das bei Mace? Congratulations, you are pregnant with one baby. Your baby will born a boy. Also diese Übersetzung da, also das ist jetzt also das bisschen gruselig. Na? Ich gehe jetzt nochmal auf Hazel und gucke, ob das stimmt über den MC Command Center. Das war ja wild hier, die Message. Okay, tatsächlich, wir kriegen einen Jungen. Tomax ist der Vater, oh mein Gott. Ey. Okay, wir kriegen einen Jungen, ihr Lieben. It's a baby boy. Ich weiß nicht, wie ich das finde. Wir kriegen einen Sohn. Ich hätte jetzt natürlich euch zappeln lassen können bis zum nächsten Part, aber ich glaube, es ist schon okay, wenn wir jetzt wissen, was es wird. Wird Hazel eine Babyparty schmeißen? Ich weiß es nicht. Oh mein Gott, das hat jetzt alles durcheinander gebracht, Leute. Ich bin ein bisschen unsicher jetzt, wie das weitergeht. Es hat mir jetzt so ein bisschen einen Strich durch die Rechnung gemacht, aber andererseits ändert sich auch nicht viel. Also ja, da ist jetzt noch ein zweites Kind, ein Junge. Wir können jetzt natürlich überlegen. Es könnte auch sein, okay, ich mache euch jetzt folgende Vorschläge. Ihr habt sowieso das meiste in der Hand, weil ich richte mich ganz stark immer nach euren Ideen, nach euren Kommentaren. Wir könnten natürlich auch sagen, dass der Junge, der Sohn, den wir jetzt auf die Welt bringen, entweder er bleibt bei uns, ne, wir kümmern uns genauso um ihn wie um Hazel, oder die Alternative wäre, dass Tomax, der Vater von ihm, dass wir ihm sagen, dass er der Vater ist und dass er das Kind zu sich nehmen will. Das könnte natürlich auch passieren, dass er vielleicht sogar eine Frau hat und sagt, er will den Jungen bei sich aufziehen lassen. Das hatte ich so auch noch nicht wirklich, dass ein Kind nicht bei uns gelebt hat. Das wäre auch eine Option. Und dass wir das Kind halt ab und zu uns holen, zu Besuch. Und dass Mace zum Beispiel zu ihm eine coole Beziehung aufbaut und die beiden dann gute Freunde werden. Ihr Bruder, der halt nicht zu Hause wohnt, und sie. Das könnte ich mir halt auch gut vorstellen. Schreibt mir da gerne eure Meinung in die Kommentare. Es ist auf jeden Fall super unerwartet, dieser Part. Der ist komplett in eine andere Richtung gegangen, als ich eigentlich geplant hatte. Ja, ich warte jetzt einfach mal, bis ich wieder aufnehme. Ich meine, ich lese jetzt erstmal eure Kommentare und erst dann nehme ich den nächsten Part auf. Ich bin gerade ein bisschen baff, deswegen muss ich jetzt den Part auch beenden. Wir sind eh schon am Ende. Aber ja, ich bin super gespannt, was ihr jetzt dazu schreibt und wir sehen uns im nächsten Part wieder, wenn ihr mögt. Punkt. Einfach jetzt an der Stelle. Ich muss aufhören jetzt. Macht's gut, auf Wiedersehen und tschüssli.